Die Sony PlayStation 2 ist eine großartige Konsole mit einer riesengroßen Bibliothek an Spielen. Und jeder kennt sicherlich die SingStar-Serie oder Silent Hill oder die Project Zero-Reihe. Aber es gibt auch einige richtig gute, scheinbar in Vergessenheit geratene PlayStation 2-Spiele, über die heute niemand mehr spricht. What is up, YouTube? Und seid herzlichst willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um die Sony PlayStation 2 und nicht um irgendwelche Spiele, die eh jeder kennt, die jeder zu Hause in seiner Sammlung stehen hat. Nee, wir sprechen heute über 5 Spiele, die in Vergessenheit geraten sind und über die kaum noch jemand spricht. Winback wurde schon zu N64-Zeiten als möchtegern Metal Gear Solid belächelt. Und so ist es auch mit der überarbeiteten Version Operation Winback für die PlayStation 2. Und ja, es gibt sicherlich eine Menge Gemeinsamkeiten zur ikonischen Metal Gear Solid-Reihe. In beiden Games kämpft ihr alleine gegen eine schier aussichtslos große erscheinende Übermacht. Bei beiden Spielen gibt es zahlreiche Stealth-Elemente, so kann man sich an einer Wand, in einer Kiste oder ähnlichem in Deckung gehen. Aber that's it. Spielerisch ist Operation Winback wesentlich näher an einem richtigen 3D-Action-Game mit Stealth-Elementen. Für alle Multiplayer-Fans gibt es übrigens einen Zweifach- bzw. Vierfach-Splitscreen-Mode. Zur Story: Es gibt keine gute Action-Story ohne die weltvernichtende Megawaffe neben der zugehörigen Terroristengruppe. Bei Operation Winback ist von diesen beiden Zutaten tatsächlich reichlich vorhanden. Wir kriegen ein geheimes Satellitenkampfsystem im Orbit der Erde, das einen dazugehörigen Laser hat und damit ganze Städte ausradieren kann. Als passende Terrorgruppe fungieren einige böse Ex-Soldaten aus einer Armee, welche sich, wie soll's anders sein, Kontrolle über diesen Satelliten verschafft haben und nun der ganzen Welt drohen. Die Mission ist also klar. Ihr übernehmt die Rolle eines Elitesoldaten, der zusammen mit seinen Kollegen die Welt retten muss. Wenn ihr euch im Spiel nicht gerade mit den Terroristen beschäftigt, gibt es simple Schalterrätsel zu lösen oder Schlüssel für verschlossene Türen zu finden. Außer jede Menge Gegnern erwarten euch auch diverse Bosse, die mit teilweise sehr interessanten Mechaniken aufwarten. In Summe bekommt ihr mit Operation Winback ein solides Actionspiel mit einer simplen, aber gut durchdachten Spielmechanik. Regelmäßiger Positionswechsel und das Deckung, dann Schießen und wieder in Deckung gehen Prinzip machen ordentlich Laune. Das ist mir auch leicht gefallen, über die leicht eintönige Optik hinwegzusehen. Wenn man ehrlich ist, hat sich bis auf die erhöhte Sichtweite und die verbesserte Polygongrafik nicht wirklich viel im Vergleich zur N64-Version getan. Operation Winback ist kein teurer Titel, den kriegst du ab so 10 Euro bei eBay. Evil as old as time spreads like a plague, corrupting the hearts of men. For millennia, there have been those who have stood against it, a secret organization to protect mankind. They are the front line in an unholy war. They are the Dark Watch. Dark Watch Curse of the West ist ein in 2005 releaseder First-Person-Shooter für sowohl die PlayStation 2 als auch für die Microsoft Xbox. Das Spiel wurde in den USA von Capcom gepublished und bei uns in Europa von Ubisoft. Das Spiel mischt Western, Horror und das Steampunk-Genre und erzählt uns die Geschichte von Jericho Cross, einem Banditen, der im späten 19. Jahrhundert in einen Vampir verwandelt wurde und nun von einer Monsterjägerorganisation angeheuert wurde, um gegen übernatürliche Wesen anzutreten.
Das Setting hat mir schon völlig gereicht und ich war dabei. Mega. Und viel mehr zu sagen gibt es ehrlich gesagt auch nicht. Es ist einfach nur ein toller Oldschool-Ego-Shooter. Fun Fact, es gab mal einen Plan für eine Fortsetzung. Dieser ist leider bislang nie in die Tat umgesetzt worden. Die Filmrechte wurden auch vermarktet, aber bis dato gibt es keine Informationen zu einer möglichen Verfilmung. Darkwatch ist nicht ganz so häufig und ein etwas teurerer Titel. Hierfür zahlst du um die 30 Euro derzeit. There are thousands of ghost stories, tales of suffering, loss and rejection. Into a few intrude the living. Ghost Hunter ist ein im 2003 exklusiv für die PlayStation 2 erschienener Third-Person-Shooter. Im Spiel geht es, der Titel sagt es ja bereits, primär um Geisterjäger bzw. die Jagd auf Geister. Ihr spielt Lazarus Jones, einen Detective beim Detroit Police Department, der versehentlich mehrere gefangene Geister freilässt. Einer dieser Geister kidnappt dann euren Partner und so müsst ihr euch auf den Weg in die Geisterwelt machen, um den Partner zu retten. Simple Story, aber für PS2-Verhältnisse damals ein sehr gut aussehendes Action-Game, was einfach nur Laune macht. Die Mechaniken rund um die Geisterjagd sind sehr gut umgesetzt. So muss man die Geister erst schwächen, dann eine Granate auf sie werfen und wenn man dann den Lebensbalken des Geistes auf Null bringt, wird er durch die Granate gefangen. Das Spiel, und ich will jetzt nicht zu viel verraten, hat übrigens ein falsches Ende. Das ist relativ selten, ja? Aber wenn ihr das Spiel durchspielt und danach wieder am Titelbildschirm seid, glaubt nicht alles, was ihr seht und startet das Spiel doch noch einmal neu. Ghost Hunter ist kein teures Spiel. Das bekommt man derzeit bei eBay für so 12, 13 Euro. Two years ago, he let me board this ship, the Tremar. I wanted to see the world. Because if I didn't, I would never catch up to that certain someone. Ys, the Ark of Nephishtim, ist ein Action-Rollenspiel, welches erstmalig in 2003 für Microsoft Windows released wurde. Wenn wir alle Remakes von Ys 1 und Ys 2 nicht betrachten, war dies das erste Ys-Spiel, was Falcom in 8 Jahren released hat. In 2005 wurde das Spiel dann von Konami auf die PlayStation 2 und in 2006 auf die PlayStation Portable portiert. Hierbei gab es einige Änderungen zur PC-Version. So wurde das Spiel zum Beispiel komplett in Japanisch und wahlweise auch in Englisch vertont. Ihr bekommt mit Ys the Ark of Nephishtim nicht nur einen Zungenbrecher, sondern auch ein wunderschönes Rollenspielabenteuer rund um Adol, den es auf eine unentdeckte Insel verschlägt. Die Mischung von 2D- und 3D-Elementen funktioniert hierbei total stimmig und schaffen ein rundum schönes Rollenspielerlebnis. Ys Nephishtim ist nicht nur schwer auszusprechen, es ist auch kein 5-Euro-Titel. Das Spiel kostet im Schnitt derzeit so rund 30 Euro. Rygar ist ein waschechtes Action-Adventure, welches im späten 2002 für die PlayStation 2 released wurde. Es basiert übrigens auf dem Original Rygar, welches seinerzeit in den Spielhallen, aber auch für das Nintendo NES released wurde. In 2008 hat Rygar sogar noch einen Port für die Nintendo Wii bekommen. Das Spiel ist von der griechischen und römischen Mythologie inspiriert und hat zahlreiche Gegner, die es zu besiegen gilt. Klingt bekannt, klingt so ein bisschen wie God of War. Ja, das ist auch gar nicht so weit hergeholt, aber erwartet hier bitte keinen billigen Abklatsch. Rygar ist tatsächlich ein sehr gutes Spiel. In Rygar geht ihr bewaffnet mit einer Disc Armor, das ist so eine Art Schild, durch die Level und müsst die unterschiedlichsten Gegner besiegen. Es gibt jede Menge Power-Ups und so kann man sein Schild mit unterschiedlichsten Steinen upgraden und so neue Fähigkeiten freischalten. Rygar ist tatsächlich ein ziemlich günstiges Spiel. Das kriegt man schon für 5-6 Euro bei eBay derzeit.
Und das waren sie, meine 5 vergessenen PlayStation 2 Spiele. Und jetzt kommt ihr. Habt ihr auch noch Spiele, die ihr kennt, aber der Rest der Menschheit vergessen hat? Lasst es uns gerne da unten in den Kommentaren weiter diskutieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bleibt gesund und wir sehen uns schon bald in einem neuen Video. Bis dahin, euer Lario.